Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge SpongeBob. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich einerseits über das Spiel und andererseits natürlich auch, wenn ihr eingeschalten habt in der letzten Folge. Ich halte es nicht aus. In der letzten Folge haben wir den Quallenkönig getötet. Wir haben insgesamt 9 goldene Pfannenwender und 8 Socken für Patrick. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt Patrick abgeben können. Oh, zieh doch mal die Hose hoch. Schön. Hast du meine Socken schon gefunden? Ja. Noch nicht, Patrick. Oh. Haben sie dich gefunden? Sie haben mich gefunden. Okay, anscheinend reicht's noch nicht aus. Wir müssen anscheinend doch noch etwas mehr Socken für den guten Patrick finden. Naja, egal. Wir können hier hinten lang. Plankton hat immer noch nicht das, was er von uns möchte. Also wir müssen anscheinend gar nicht zum Abfalleimer und dort die Roboter töten, sondern einfach generell die ganzen Roboter, die hier rumlaufen. Wo kommen wir denn hier jetzt eigentlich hin? Zur Innenstadt. Die böse Innenstadt. Ja, da hört man es schon. Sirenen und Gewalt, Diebstahl, wie Innenstädte halt so sind. Aber ich denke mal, da sollen wir zuerst hin. Ist ja auch das, was am wenigsten Pfannenwender kostet. Nochmal nach Hause gehen macht eigentlich weniger Sinn. Bei Thaddäus waren wir noch nicht im Häuschen. Vielleicht machen wir erstmal zum guten Thaddäus. Gucken, ob es dem besser geht mit dem Gelee, was er von uns bekommen hat. Erst ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach, kann mein Tag noch schrecklicher werden. Der ist so undankbar, ne? Wir haben unser Leben riskiert, damit der eine Schmerzsalbe bekommt. Es tut mir so leid, Thaddäus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Thaddäus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich wusste gar nicht, dass Thaddäus eine Lampe hat. Wo ist denn hier eine Lampe? Ich sehe gar keine Lampe. Oder meint er gerade die Fenster? Ich sehe keine Lampe. Ich wusste gar nicht, dass Thaddäus eine Lampe hat. Ich glaube, das soll ein Hinweis sein für uns. Ha! Ich mach dir alles kaputt. Weil du immer so böse bist zu uns. Alles machen wir kaputt hier, dass du nichts mehr hast, mein Freund. Das hat er verdient. Was ist denn das Geiles? Schön. Schenke öffnen ist klasse. Tja, Thaddäus, das hast du davon, wenn du immer so... Hey, wir haben eine Socke entdeckt. Noch ein Pfund für Patrick. Okay, hör endlich auf herumzuspringen, ja? Wenn du diesen goldenen Pfannenwender bekommst, gehst du dann weg? Ach, Thaddäus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Das war gerade komplett Zufall. Ich wusste gar nicht, dass wir hier wirklich rumspringen und alles kaputt machen sollen. Ich dachte, das ist ja ein hübsches Bild. Ich dachte eigentlich, der hat das nur aus Spaß gesagt. Und jetzt machen wir ihm alles kaputt und kriegen einen Pfannenwender. Den nehmen wir natürlich mit, sehr schön. Wir mussten tatsächlich alles kaputt machen, ne? Ich glaube, andere Sachen gehen nicht mehr kaputt. Okay, ja, da haben wir doch alles richtig gemacht. Sehr schön, manchmal hilft es doch herumzualbern. Dann lasst uns jetzt mal Richtung Innenstadt bewegen. 9 Socken wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen, mal gucken. Aber einfach immer nur gerade Zahlen, also so 10 und 20 und so annimmt. Also nicht gerade, aber so. Vollendete. Ihr wisst, was ich meine. Okay, dann lasst uns Richtung Innenstadt machen. Achso, wir müssen F drücken, wir dürfen nicht einfach rutschen. Sonst kommt wieder die böse Hand und handelt uns einfach weg. Innenstadt von Bikini Bottom. Einst eine geschäftige Metropole, jetzt ein Krater voller Schutt. SpongeBob, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen evakuieren. In Ordnung, aber ich kenne gar keine Eva. Nicht evakuieren, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Können Sie nicht einfach in die Boote? Das würde nichts bringen. Warum nicht? Weil die Roboter alle Lenkräder geklaut haben. Könnten wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, da sind zu viele Kurven.
Diese Fieslinge, die haben aber auch an alles gedacht. Keine Angst, Mrs. Puff, ich werde die Lenkräder zurückholen. SpongeBob, wenn es um dich geht, habe ich immer Angst. Aber ich sag dir was, wenn du das schaffst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. Ach, schade, hätte ja klappen können. Okay, also wir müssen anscheinend die goldenen Lenkräder hier einsammeln. Von den Booten haben die bösen Roboter geklaut. Was ist denn hier? Ist das ein SpongeBob? Hä? Ey, das ist ja witzig. Ach, ist ja cool. Roll, roll den Schwamm. Nein, nein, nein. Und hört das wieder... Ah, es hört auch wieder auf, wenn wir drücken. Lass uns mal kurz das Schild durchlesen. Wenn SpongeBob diesen Ball berührt, verwandelt er sich in einen Schwammball. Als Schwammball kannst du schnell rollen, aber ansonsten nichts machen. Wenn du verletzt wirst oder eine beliebige Taste drückst, verwandelst du dich wieder in ein normales Ich. Okay, aber finde ich irgendwie witzig mit dem Schwammball. Jetzt geht wahrscheinlich das Tor da hinten auf. Ach, okay, und wir müssen rollen, ansonsten kommen wir gar nicht so weit. Alles klar. Ich würde aber, bevor wir das tun, uns erstmal das Ding hier holen. Dann machen wir die Tickies hier noch kaputt. Aha, du Böser. Schade, ich dachte, er explodiert vielleicht schon. Oh, was ist denn das? Ein Roboter-Hundi? Hallo. Wir müssen natürlich Bikini Bottom retten. Mit was schießt der? Das war doch mal eine coole Kombi. Super Monster-Kombi. Ich weiß gar nicht, was die bringt. Entweder steht's nur da. Oder. Ey, wow. Aber wir können da nicht hin, ne? Oh, wow. Ich glaube, wenn wir hier rüberlaufen, dann rutschen wir wieder, ne? Ja. Also sollen wir nicht dahin. Wir müssen es einfach so hinnehmen, dass das Ding auf uns schießt mit Badewannen oder so. Dann lasst uns erstmal hier hinterlaufen. Wir machen mal hier den donnerigen Donner. Ach, shit. Okay, Taktik ist in Ordnung und die 10. Socke. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Das denke ich aber auch. Wahrscheinlich geben wir es ihm zurück und er sagt, hä? Ich habe wohl Socken verloren. Ich denke, das wird eher passieren, aber naja. Es ist schließlich unser bester Freund und für beste Freunde macht man sowas. Da sammelt man auch mal Socken quer in der ganzen Stadt verteilt auf. Brauchen wir noch nicht, hier kommen wir nirgends durch. Also müssen wir höchstwahrscheinlich doch erstmal... Was machen denn die ganzen kleinen Muscheln hier? Zur Notdeko. Also müssen wir wahrscheinlich doch erstmal uns zum rollenden SpongeBob verwandeln. Und da drüben durchrollern. Manchmal ist es total befriedigend. Wuhu. Einfach eine. Oh oh. Ach, Gary. Ich liebe Gary. Ich hatte sogar mal ein Gary-Kuscheltier. Ja, gebe ich offen und ehrlich zu. Die Roboter sind ja schon etwas witzig. Aber wir können das natürlich nicht zulassen. Wie kämpfen wir denn am besten gegen die? Aber wahrscheinlich... Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich diesen hier, ne? Ja. Katsching. Ja, wir können natürlich nicht zulassen, dass die so mit den Einwohnern des schönen Bikini Bottoms, so rum. Jetzt aber, Deutsch ist heute mal wieder absolut nicht am Start. Ja, dass die ärgern, geht ja wohl nicht. Die Schlüpfer kriegen wir auch so. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wir haben tatsächlich so viele glänzende Objekte. Ich glaube, wir müssen die gar nicht mehr sammeln. Weil beim letzten Mal haben wir, glaube ich, 150 gebraucht, was wir an die Muschel bezahlt haben. Ganz ehrlich, wir haben über 8000. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Oh, wir dürfen wahrscheinlich nicht da reinrollern. Wo müssen wir denn hin? Ui, nein. Mach wieder weg.
müssen uns hier erstmal in Ruhe durchkämpfen. Geht ja wohl nicht. Ich glaube, da ganz hinten war offen, ne? Aber vorher machen wir erstmal alles kaputt, was wir hier sehen. Na? Ach, das war dumm. Aber egal, können wir gleich. Eine Frühlingsbrise. Können wir gleich die Boxershorts wieder mit einstecken. Dann hat sich's doch gelohnt. Gut, dann haben wir doch alles. Hier drüben noch kurz die Tickies. Den machen wir mal so. Dann geht vielleicht auch das Tor auf. Jawohl. Was uns bloß allerdings so gut wie gar nichts bringt, außer ein paar glänzende Objekte. Naja. Hier drüben das Tor noch auf und dann rollen wir hier durch. Oh Mist. Kriegen wir von hier gar nicht kaputt. Na gut. 8250. Hier können wir nochmal drauf. Wegen einem so einem blauen. Lohnt sich ja nicht unbedingt, aber wir nehmen es natürlich mit. Hey. Jetzt aber. Und den letzten noch. Na. Und da haben wir auch das. Und schnell werden wir wieder zum rollenden SpongeBob. Und Attacke. Können wir hier drüber springen? Jo. Rolltastisch. Und direkt hier rein. Bam. Okay, geht nicht. Schade, dann mach uns mal das liebe Tor hier auf. Dankeschön. Einmal durch die Stadt. Ja, kommt wieder zu uns. Achso, das waren ja die Leisen. Obwohl, wir können ja so machen. Müsste das doch funktionieren, oder? Ja. Einer hat überlebt. Den holen wir uns natürlich auch noch. Kleinqualle. Muss leider dran glauben. Haben wir hier noch was versteckt? Nö. Das war ganz schön knapp. Einmal durch die Stadt. Lass uns nochmal kurz hier in das kaputte Gebäude einschauen. Ich frage mich, wie diese kleinen Roboter es geschafft haben, ganze Gebäude umzuwerfen. Und schaut euch mal den Krater hier an. Aber wir dürfen ja anscheinend runter, ja. Was haben wir hier? Ey, ich will die Perle der Miesmuschel, also der Muschel. Können wir leider nicht nehmen, schade. Ach, das sind bloß die Straßenlaternen, die hier unten sind. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Und wieder hier hoch. Das könnten wir mit Rollern schaffen. Ja, hier ist auch so ein Ball. Sollen wir auch mit Rollern schaffen. Da oben haben wir noch so ein Lenkrad. Ey, schieß nicht. Aber ich glaube, da müssen wir später hin. Von hier aus kommen wir da nicht so einfach hin. Dann lass uns hier mal durchrollern. Wuhu. Ah, nein. Hä? Dann machen wir hier einmal im Kreis ein bisschen Schwung geholt. Und Attacke. Nö, hat auch nicht gereicht. Können wir wieder hoch? Auch nicht. Wir müssen wahrscheinlich nochmal beginnen von vorne. Habe ich mir etwas einfacher vorgestellt. Aber ja. So ist es nun mal. Und jetzt aber vielleicht erst springen, dass wir hier diesen nehmen und dann... Nö, auch nicht. Hä? Dann holen wir uns jetzt hier mal ein bisschen Speed. Vielleicht sollen wir auch einfach erstmal hier rechts hoch. Aber der kommt ja fast gar nicht hier hoch. Okay, wir stellen uns jetzt mal hier oben drauf. Vielleicht reicht das ja vollkommen aus hier, dass wir einfach nur diesen machen. Sind wir natürlich an der Laterne hängen geblieben. Das war nicht so schön. Wir probieren es nochmal und Attacke. Ach, es ist jedes Mal so knapp. Vielleicht müssen wir uns genau in der Sekunde verwandeln. Dass wir jetzt einmal... Na, das hat aber gerade besser geklappt. Komm schon, SpongeBob, roll dich mal ein bisschen aus hier. Jetzt macht er gar nichts mehr. Ach, Mist. Oder wir rollen doch erstmal hier so weit eine Runde im Kreis. Und rollen uns hier hoch und machen diesen und machen dann den. Okay. Hat geklappt. Weiß nicht, ob es so gedacht war, aber es hat funktioniert und der Lösungsweg ist ja völlig egal. So, kleiner Hundi, komm her. Ah. Mann. Komm her. Jetzt aber. Was haben wir hier liegen? Okay. Panischer. Ja, wir haben dich gerettet. Du kannst dich wieder beruhigen. Geschenke öffnen ist klasse. Ja, Geschenke öffnen macht doch immer Spaß. Solange keine Socken drin sind. Obwohl Patrick würde sich freuen. Und zack.
Ah, damit haben wir ein Fenster geschlossen und da kam ja, glaube ich, gerade so ein Kanonendings raus. Lasst uns die noch kaputt machen. Diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Soll uns das etwas sagen, etwa? Wir machen erstmal hier lang, was das Spiel von uns verlangt. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht hier doch noch eine Tür oder so öffnen sollten. Komm mal runter. Fahr dich doch mal runter. Dankeschön. Patrick sollte mal wieder waschen. Oh ja. Ne, da kommen wir leider nicht hin. Die Tür ist verschlossen, hat er gesagt. Wir gucken mal. Hier haben wir noch so ein schönes Ding. Das nehmen wir natürlich nochmal mit. Schlüpfer brauchen wir nicht. Wir können erstmal wieder rollen. Cool, da haben wir was für 2100. Okay, es wird also doch langsam teurer. Dann töten wir noch ganz schnell die Roboter hier. Weg mit dir, weg mit dir. Dann geben wir der guten Muschel mal so viel Geld, wie sie haben möchte. Ach Mist, hier ist wieder so ein D1000. Verdammt. Kommen wir denn hier hoch? Nein. Ich glaube, da müssen wir dann auch wieder springen von da unten. Aber ich habe das mit dem Springen sowieso noch nicht verstanden. Oder wir schaffen es vielleicht auf die Laterne drauf. Komm schon, schaff das, SpongeBob. Ich glaube an dich. Das ist, glaube ich, nicht machbar. Doch. Ah, nein. Aber vielleicht hätten wir es geschafft, dann nochmal einen Sprung zu machen. Moment. Nee, okay, es ist so nicht gedacht. Dann nehmen wir doch lieber den offiziellen Weg. Für was zahlen wir denn jetzt so viel? Um die Brücke wieder aufzubauen. Welche Brücke denn? Wir zahlen das jetzt einfach mal. Um zur Seenadel zu reisen. Okay, machen wir aber später. Wir wollen uns natürlich erstmal hier durchkämpfen. Nennt mich auch Schwamminator. Also mit den Sprüchen, das finde ich wirklich leider etwas... Ja, man hätte ein paar mehr hinzufügen können. Und vor allem, dass das halt auch so gut wie jedes Mal sagt, das ist dann, ja, nicht ganz so schön. Aber okay. Trotzdem macht es sehr, sehr viel Spaß bis jetzt. Dann lasst uns hier durch. Ja! Hi, Gary! Miau! Ja, freut mich, dass dir das auffällt. Ich habe ein bisschen trainiert. Nicht fertig? Heißt das nicht? Mau. Oh, das ist der Durchgang zum Dach, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist noch ein goldener Pfannenwender. Den könnte ich gut gebrauchen. Mau. Was meinst du damit, ich soll Sandy zu Hilfe holen? Ich schaff das schon alleine. Mau. Mau. Oh, was für ein großer Abstand. Okay. Diesen Sprung werde ich definitiv nicht schaffen. Wie soll man da denn rüberkommen? Oh, oh, noch mehr Roboter. Beim Geist des fliegenden Holländers, dieser Abstand ist unmöglich zu überqueren. Komplett unmöglich. Okay, okay. Ich hol Sandy, damit sie mir hilft. Sehr gut, jetzt kriegen wir also noch die gute Sandy. Die kann anscheinend weiter springen als wir alle zusammen. Ach, hier ist er. Den müssen wir natürlich noch kaputt machen. Und damit haben wir dann auch hier frei. Dann brauchen wir nicht jedes Mal zu rollen. Ja, ist die Frage, was wir jetzt mit Sandy machen. Die Teleportkiste sollen wir ja bestimmt noch nicht nutzen. Ich hoffe mal, dass wir Sandy dann hier einfach auf dem Weg finden. Lasst uns hier nochmal kurz... das wird eine schöne Kettenreaktion. Ach so. Das waren die glänzenden Objekte. Ich dachte gerade, da schießt was auf mich. Also habe ich doch wieder Anreiz, glänzende Objekte zu sammeln. Weil das hat ja gerade doch schon relativ viel gekostet, um dorthin zur Seenadel zu kommen. Dann passt es ja wieder soweit. Hier haben wir den Bus, aber wir können ja nur zwischen Patrick wechseln. Sandy ist doch noch nicht da, oder? Ah, doch. Okay. Ich dachte, wir müssen sie vorher erstmal finden. Alles klar. Wow, cool. Das ist natürlich richtig geil. Springe diese Treppe hoch, Sandy kann über den Abgrund zum nächsten Dach gleiten, wenn sie einen Doppelsprung macht und du anschließend Space gedrückt hältst. Okay. Aber ich hätte gern erstmal das hier. Also hören wir uns erstmal das. Kommen wir wieder hier rüber. Schafft die das? Schnell. Ja, hat sie geschafft. Brauchen wir nicht nochmal komplett laufen. Geil.
Ja, also Seilpropeller gefällt mir sehr gut. Da können wir auf jeden Fall schöne Hindernisse überwinden. Oder große, weite, entfernte Hindernisse. So rum. Geilo. Dann hier rüber. Was haben wir hier für einen Holzstamm? Ach, das ist der Checkpoint wieder. Sandy kann einen Handkantenschlag machen, wenn du linke Maustaste drückst. Wenn du in der Luft einen Handkantenschlag ausführst, wird dieser stattdessen zu einem Karate-Tritt. Ha, okay. Und die visiert auch alles immer vorher schon an. Das ist aber schön. Oh, ich glaube, Sandy ist wirklich sehr stark. Sandy kann ein Objekt mit dem Lasso fangen, wenn du rechte Maustaste drückst. Ach, das war jetzt das Anvisieren. Ich glaube, Sandy gefällt mir bis jetzt am besten. Weil sie kann entfernte Sachen holen mit dem Lasso, ohne dass wir hier eine Melone brauchen. Sie kann sehr, sehr weit springen und auch gleiten. Ich glaube, die... Okay. Das habe ich jetzt kapiert, ohne das Schild zu lesen, weil ich einfach so ein Fuchs bin. Geile Sache. Dann würde ich sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge mal an, wie weit wir hier mit der Sandy noch kommen. Und was wir für coole Klettermoves noch machen werden. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wie immer, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut!